Hallo, hier ist wieder euer Dr. Zavi und herzlich willkommen zu einem Zavi-Exklusiv-Unboxing hier auf Andys Kinoblog. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute möchte ich euch einen Blu-ray-Neuzugang in meiner Sammlung vorstellen. Es handelt sich hierbei um das UK-Stil von Stallones Rocky. Ja, dieser gute Film ist ja schon mal auf Blu-ray erschienen, auf DVD, auf VHS, Videokassette, ich glaube auf allen Medien, die man so kennt. Und vor einiger Zeit wurde dann entschieden, dass man Rocky komplett nochmal neu überarbeitet und neu digitalisiert und nochmal komplett neu auf den Markt bringt. Ja, bei Stallones Rocky ist es das Schöne oder ist das Schöne, dass wir hier die digitale Neuüberarbeitung von einem 4K Masterband genommen hat und somit hier das beste Bild und wirklich auch die Tonqualität wurde hier neu überarbeitet, sodass man hier wirklich absoluter vollen digitalen und HD High Definition Bild, also zum High Definition Bildgenuss kommt. Natürlich bei so einem alten Film ist das immer so eine Sache. Ich habe natürlich schon reingeguckt und muss sagen, Bildqualität ist die Bombe hoch 3 und ist wirklich für so einen alten Film absolut genial neu gemastert worden. Ja, die Tonqualität ist aber auch nicht schlecht, obwohl natürlich bei einem solchen alten Film ist es immer schwierig, die Tonqualität da nochmal wirklich aufzupeppen. Aber man hat hier auch das Beste gegeben und somit hat man auch hier eine gute Tonqualität. Hört sich teilweise an einigen Stellen etwas blechern an. Man kann das so vergleichen mit dem ersten Teil von Rambo. Also das war ja auch so ein bisschen plechig gewesen, aber dennoch wurde hier auf jeden Fall aufgearbeitet und es ist auf jeden Fall viel, viel besser wie auf der DVD-Vorlage bzw. oder auf der Videokassette. Das kann ich schon mal somit sagen. Aber das Bild ist hier 1A. Ja, in der nächsten Zeit wird wohl auch auf Amazon und auch natürlich in anderen Geschäften oder Internetplattformen eine neue Rocky-Box geben. Ich habe mir überlegt, kaufst du dir Rocky? Ich hatte bisher Rocky noch nicht auf Blu-ray gehabt. Ich hatte die damals mal auf VHS-Videokassette, aber seitdem hat mich Rocky eigentlich nicht mehr interessiert. Und da jetzt Zavi und die anderen Internetplattformen dieses Rocky Steelbook rausgebracht haben, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt holst du dir Rocky in einem wunderschönen Stil und ich kann auch ganz klar sagen, das ist ein wunderbarer Stil, es gefällt mir wirklich außerordentlich gut und Rocky ist auch ein sehr, sehr geiler und klasse Film bzw. eine Filmreihe. Es ist hier leider kein Zavi-exklusiv Limited Steelbook, sondern wie gesagt ein reines UK-Steelbook. Das kann man halt in England sich besorgen, aber auch Zavi hat es günstig verkauft. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, es bei Zavi zu besorgen. Wie ihr auch natürlich sehen könnt, haben wir hier mal wieder eine Viertel-Pappbanderole. Wenn wir die natürlich wieder auf das Steelbook drauf machen, dann könnt ihr sehen, dass diese Pappbanderole mit dem Steelbook wieder verschmelzt. Und damit haben wir diese lästigen Pappflyer, die da drum sind, mit diesen Klebepopeln einfach beseitigt. Wie gesagt, wir haben hier ein 4K Mastered Band oder 4K Mastered Ausgabe. Es ist wirklich eine sehr gute Bildqualität und auch wenn es hier nicht drauf steht, wir haben hier eine deutsche DTS 5.1 Spur mit drauf. Natürlich wird hier nur die englische Audiospur in 5.1 DTS HD Mastered Audio Spur, also HD Mastered Audio ausgegeben. Und somit wird leider nie drauf geschrieben, ob hier auch eine deutsche Tonspur drauf ist. Aber es ist eine deutsche Tonspur vorhanden. Und insgesamt haben wir eine Lauflänge von genau 119 Minuten. Ja, das Steelbook sieht wirklich wunderbar aus. Es ist super cool. Und der Schriftzug Stallone Rocky ist natürlich geprägt. Und wenn man das ein bisschen dreht, hat man hier auch so ein bisschen eine Art 3D-Effekt. Das ganze Steelbook an sich ist mal wieder abgesetzt in einem, ja, ich sag mal, so ein Riesenrelief. Wir haben hier, es ist wieder hier auch so eine große Prägung drauf oder ja. Und Stand erinnert mal wieder an die Mediamarkt exklusiv Lentricular Editionen und ich mag das auf jeden Fall und es sieht sehr, sehr edel aus. Ich drehe mal einmal das Steel nach hinten. Das ist das Hintergrund Artwork. Dort haben wir Apollo Creed oder auch unser alter Action Jackson, Carl Weather ist das, sehr geiler Schauspieler, hat Action Jackson gemacht, hat natürlich auch bei Predator mitgespielt und auch natürlich bei sehr, sehr vielen anderen Filmen.
Ja, also es ist schon wirklich eine große Nummer, ein toller Schauspieler. Ich mag den auch irgendwie. Ist ein cooler Typ. Und er kämpft natürlich im ersten Teil gegen Rocky. Und somit beginnt die ganze Rocky-Geschichte mit dem Kampf gegen Apollo Creed. Ja, ich mache einmal das Steelbook für euch auf und das ist der Innendruck. Ihr seht, dass wir hier das Artwork der Disc natürlich dementsprechend zu der Thematik von Rocky haben. Was bedeutet halt, dass das Artwork hier bzw. das Disc Artwork ziemlich cool ist. Schlicht und einfach. Einfach nur hier diese Netze oder diese Seile vom Ring gespannt und natürlich den großen Rocky-Schriftzug. Mich persönlich stört ein bisschen hier unten der blaue Blu-ray-Streifen und die Altersangabe. Mir wäre es lieber, wenn man vielleicht hingehen könnte und würde vielleicht diese Informationen auf ein extra Zettelchen schreiben. Ich meine, der Ultraviolett-Code oder so, der meistens immer dabei ist, oder die Werbeaufdrucke könnten das doch eigentlich enthalten. Aber ich glaube, das muss aus rechtlichen Gründen einfach auf diese Discs draufgedruckt werden. Aber das Artwork der Disc ist schlicht einfach und gefällt mir wirklich gut. Ich nehme es mal raus, weil der Hintergrunddruck natürlich, oder das Back-Artwork, der Hintergrundartdruck allgemein von dieser Steelbook wirklich sehr geil ist. Wir sehen hier die Kampfszene zwischen Rocky und Apollo im Ring. Und natürlich sehen wir auch hier die Netze von dem Ring oder die Seile von dem Ring, wie auch der Schweiß und das Wasser vom Körper so wegspritzt. Das ist ja immer sehr extrem bei den Rocky-Filmen in Szene gesetzt geworden, wenn man denen eine auf, oder wenn die eine auf die Kelle kriegen, dass dann wirklich der Schweiß und das Wasser und was weiß ich da wegfliegt. Sieht wirklich klasse aus. Ich mag diese Art von Filmen. Und dann natürlich dann der Sound dazu, wenn der Handschuh aufs Gesicht trifft, ist eigentlich einzigartig bei Rocky. Das ist auch kein langweiliger Boxkampf, sondern da ist richtig Action und geht's ab. Alles in allem finde ich das Artwork, das Innenartwork wirklich gut gelöst, gut gemacht. Finde ich sehr, sehr geil. Gefällt mir absolut. Und allgemein haben wir hier auch wirklich ein sehr hochwertiges, stabiles Artwork. Natürlich noch kurz zum Material. Es ist natürlich wieder ein Hochglanz-Steelbook. Es fasst sich sehr gut an. Die Blu-ray an sich ist auch ein bisschen schwerer. Es ist jetzt keine billige Verarbeitung und kein Quatsch. Also hier kann man wirklich auch für 10 € absolut diesen Film kaufen. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist das Seitenmotiv. Da haben wir auch wieder ein ganz schlichtes, einfach mit dem Schriftzug Rocky. Und daher, wie gesagt, gefällt mir persönlich dieses Steelbook hammer geil. Also ich mag es. Ich bin auch sowieso ein sehr, sehr großer Fan von Rocky. Mir haben alle Teile gefallen. Im Endeffekt ist es eine tolle Filmreihe. Ja, das war's von meinem Unboxing hier zu Stallones Rocky. Ich sage ganz klar Daumen hoch für das UK Steelbook Rocky. Könnt ihr bei Zavi kaufen, ansonsten natürlich auch bei Amazon UK. Und ich verabschiede mich hiermit. Lasst doch mal ein paar Kommentare da, wenn euch das Steelbook gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns natürlich bei meinem nächsten Video. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao, macht's gut.